Hallo, die lustige Spielerjagd geht weiter bei Rust. Ich laufe jetzt genauso den Berg runter, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Da konnte ich ja diesen einen schießwütigen Typen hören und habe den einen gesehen, der von dem Wolf weggelaufen ist. Vielleicht habe ich diesmal wieder so Glück, dass ich selbst aber unentdeckt bleibe. Wir erinnern uns ja vielleicht, wer die letzte Episode gesehen hat, der Shelter, der hier um die Ecke steht, ist ja auch von diesem einen Typen. Mal gucken. So. Im Grunde, wenn ich mich vom Shelter wegbewege, müsste ich ihn ja eigentlich sehr gut abpassen können, wenn er zurückkommt. Außer wenn er nicht drin ist. Also da oben möchte ich nicht hin. Einfach aus dem Grund, weil er heute Morgen gewiped wurde, beziehungsweise an dem Tag, wo ich jetzt also aufnehme, wurde gewiped, also vor ein paar Stunden, und die haben schon so ein Riesending da hochgezogen. Sprich, die sind sehr aktiv. Es würde mich nicht wundern, wenn da oben einer im Fenster steht, deshalb lasse ich das. Ich würde gerne wieder zu der Zombie-Wiese, zu der ehemaligen, zu der Sniper-Wiese. Aber erst nehme ich die Häuser hier mit. Gunpowder, immer gut. Die kann ich schon, das gibt's doch nicht. MP5 A4. Die würde ich mir auch zu gern mal bauen. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich drehe eine kleine Runde, die ich sonst so laufe. Hier laufe ich auch mal durch. Und hier ist nichts. Gehen wir in Deckung. Ihr habt die Schritte wahrscheinlich auch gehört. Hallo, hallo, halt, halt, halt. Hallo. Stopp bitte. Hast du irgendwas Metallisches dabei? Metal Fragments oder so? Ich habe gerade erst angefangen zu spielen, ich habe gar nichts. Ich habe heute meinen Gutmütigen, das glaube ich dir jetzt mal. Okay, dann geh. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ihm glauben soll. Allerdings, wenn ich selber anfange und werde direkt so ein paar Mal niedergemacht von Leuten, die so besser equipped sind, so viel besser equipped sind, dann ja, geht schon der Spielspaß verloren. Hätte ich jetzt Grund zur Annahme, dass er, na, dass er tatsächlich gut equipped ist. Hätte ich es vielleicht anders gemacht. Ich habe ihn zumindest getroffen. Und er weiß, dass ich ihn treffen kann. Also nicht der allerschlechteste Schütze der Welt bin. Also ich bin der zweitschlechteste eigentlich, aber so. Und jetzt geht er wahrscheinlich dahin, wo ich auch hin möchte. Das ist nicht gut.
Ah, vielleicht wohnt er ja hier. Oh, das sind andere Leute. Oh, oh. Das waren ein paar Leute in Leder. Und zwar drei an der Zahl. Nicht schlecht. Laune am Boden. Ja. Das heißt aber auch, dass ich etwas sparen muss, was Waffen angeht. Ergo gehe ich mit Pfeilen raus, die ich noch nicht habe. Also die mache ich jetzt mal eben. Gegen so eine Dreier-Kombo habe ich natürlich keine Chance. Da wäre auch egal gewesen, was ich für eine Schusswaffe gehabt hätte. Ich hatte nur gedacht, dass das vielleicht der Kollege ist, der sich da im Shelter bewegt oder zum Shelter läuft, rauskommt. Aber dass da drei in Leder rumgurken, hätte ich natürlich nicht gedacht. Es sind wahrscheinlich die Leute gewesen, die dieses große Gebäude gebaut haben. Würde mich zumindest nicht wundern. So. Das sollten erstmal genug Pfeile sein. Ja, 32 reicht. Dahin. Dahin. Ich bin so arm dran. Und ich hatte theoretisch... Ich hatte ja schon ein bisschen Metal, ne? Scheiße. Ah! Ja, dann gehe ich wohl wieder auf diese Wiese. Nicht da, wo ich gekillt wurde. Da hinten, sondern... Gucken wir mal. Da so, hinter dem Brocken hier. Naja. Bis ich meine Shotgun repairen kann. Und dann geht's weiter. Also mit der Shotgun bin ich tatsächlich noch ein bisschen besser. Mit der Pistole ist halt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich habe aber auch das Problem, dass, obwohl ich das Visier jetzt gar nicht so scheiße fand, dass das ganze Gerüst drumrum, das nimmt einfach immer sehr viel Sicht weg. Und das stört mich. Ja, ab und an bin ich ja auch mal auf einem anderen Server, und zwar auf dem Steckerraus-Server. Wenn das der Fall sein sollte in meinen Let's Plays, werde ich das immer ankündigen. Also nicht wundern, dass ich jede Folge sage, ich bin hier auf dem Server, wo auch Dalukat und Fischkopf sind, oder ich bin auf dem Steckerraus-Server. Ich mache das ganz bewusst, damit ihr auch unterscheiden könnt, was gerade so geht. Weil der Server hier ist zum Beispiel sehr viel voller. Auf dem von Stecker raus würde ich vielleicht mehr zeigen, wie ich was baue. Aber das ist ja dann nicht für alle interessant. Viele sehen ja auch gerne, wie man jemandem wehtut. Auch wenn das natürlich gar nicht meinen Neigungen entspricht. Schade, jetzt bin ich von der Killerfolge. Muss ich wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Jetzt wird es doch wieder eine Sammel- und Suchfolge. Hätte ich den einen Typen umnieten sollen? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich zu zart beseitet für das Spiel. Na komm. Thank you. Da hinten ist, was ist das? Eine Sau? Ja. Ein Huhn, habe ich gehört. Normalerweise ist hier immer alles voll. Gebäuden. Oh, jetzt, früher habe ich Holz gesucht, jetzt finde ich nichts und fand nichts. Jetzt ist hier ein Holzmoped nach dem anderen da. Da hinten ist ein Stein, das ist gut.
So, ich gehe auf die linke Steuerungstaste, um mich zu ducken. Dann habe ich auch nicht das Problem, dass ich das Holz nicht treffe. Ich habe ja vorher gesehen, dass ich immer so ein bisschen oben drüber rumgeturnt bin. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr. So. Was ist das? Ein Hirsch. Boah, hier schrecklich. So, es ist so viel hier auf der Wiese, dass ich das im Grunde gar nicht mitschleppen kann. Sprich, wenn ich die Wiese hier leer gelootet habe, muss ich leider wieder zurück. So, da drüben ist noch Holz. In der anderen Richtung ist auch noch Holz. Okay, friendly. Friendly oder anti-friendly? Ah, er scheint nicht gesprächig zu sein, aber ich verstehe aber auch nicht, warum er das nicht nimmt. Wenn er schon so ein Noob ist. Solche Nieten? Solchen Umnieten? Nein, mach ich nicht. Oder er ist Vorhut von irgendwem. Ja, relocke du mal, ich bin weg. Reloge du mal. So, hier ist nochmal Holz und da drüben müsste noch einmal Eisen sein. Und dann bin ich auch schon bedient. Das ist immer gefährlicher, wenn man nur so den Boden im Blick hat. Hier nichts, niemandem, auch nicht dem Typen da von eben. Auch wenn er sich so nett verbeugt hat. Ah, es sieht zum Teil, sieht es ja recht schön aus. Das Spiel, so Sonnenaufgang zum Beispiel, finde ich sehr, sehr schön. So sieht es immer noch sehr, ja, billig aus, möchte ich mal sagen, aber für den Zweck ist das schon in Ordnung, was hier so geboten wird, finde ich. Oder ist das vielleicht derjenige, welche vorne im Shelter wohnt? Einmal Rundumblick, ja. Ich habe jetzt, glaube ich, nur zwei von den Steinen abgebaut. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen zu wenig. Oh, da ist jemand stumm. Jetzt heil an und werde nicht auf den letzten Metern weggeholt. Also dieses Knirschen, das manchmal auch so ein leichtes Echo verursacht, das beunruhigt mich jedes Mal. Ich denke immer, hier ist noch jemand am Berg. Closed. Alles klar. Jo. Gut, mit dem ganzen Schmoren ist es ja so, da möchte ich euch nicht immer mit langweilen. Ich würde sagen, ich crafte mir hier einen Wolf und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, auch wenn die ein bisschen kurz war, macht nichts, dann kommt halt mehr.
Und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut.